Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast Whistleblower, der Flötenspieler, der Fläutchenpuster, der... Wir erfahren hier nach und nach ein paar Geheimnisse rund um die Anstalt. Und ich frage mich, warum reden die Gefangenen nie mit uns? Die murmeln immer vor sich hin so ein bisschen. Und der hat sogar eine Jeans an, wir nicht. Wir laufen im Kartoffelsack rum. Der feine Herr, weißt du, modisch akkurat auf der Haute Couture hier oben. Ich frage mich, warum die Gefangenen nicht mit einem selbst reden, aber immer zu sich selbst. Und schon wieder ein Funkgerät, das wir nicht benutzen können, ein kaputtes Telefon, alle Telefone tuten hier. In dieser Anstalt tuten einfach alle Telefone, egal ob der Hörer aufgelegt oder abgelegt ist, alle tuten einfach durch die Gegend. So. Es macht immer tut tut. Ganz laut immer tut tut. Hat er sich noch bewegt da unten? Der atmet noch. Ist das diese Tür? Hat die gerade so gebummert? Batterie? Nein, schade. Alles blutig in Fetzen, alles überall Blut verschmiert und so, totale Katastrophe. Oh oh. Batterie? Batterie? Irgendwo eine Batterie in deinen Gedärmen vielleicht? Unverschämt. Oh, eine Kamera. Okay, hier geht's rein. Ja, ja, die Batterie blieb dort schon wieder. Wir haben es uns nicht ausgesucht. Wir sind immer noch Menschen. Murkoff Corporation. Darf ich gern T-Shirt? Und hier haben wir nochmal die Überwachungskameras. Können wir nochmal einen Blick drauf werfen. Einiges kommt einem inzwischen bekannt vor. Die Eingänge da. Ach, da draußen, wo die Wagen stehen. Das war, glaube ich, auch der Anfang von Outlast. Das heißt, die Army ist also schon hier. Da ist der Empfang. Da ist, glaube ich, auch die Bibliothek. Dieser Gang bei der Bibliothek. Ganz zu Anfang bei Outlast, wo man auch am Ende wieder rauskommt. So, da geht's. Ah, ja, okay, da geht's einfach durch. Keine Batterie, keine Batterie. Ich suche immer Batterien. Obwohl, wir haben fünf. Fünf Batterien, das ist gut. So. Scheiße, da ist Licht, aber da kommen wir nicht durch. Da ist jetzt die Frage, was sollen wir tun? Wo müssen wir lang? Hier. Ah, Funkgerät benutzen. Ah, stimmt, das sollen wir machen. Dann wollen wir mal. Was? Ne. Waylon, you couldn't just keep your mouth shut. Couldn't just play along. But you're done talking now. Do me a favor and die here, Park. Alter, dieser Wichser. Ist das Murkoff selbst? Ne, ist es etwa... Ja, der Fette mit den Ketten. Also nein, Hilfe. Hilfe. Aua, ich komm nicht raus. Geh weg, Fetti McKetti.
Es ist der Fette mit den Ketten und er ist hinter uns her. Uah. Da kommst du nicht rüber. Oh, da kommt rüber. Oh, 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 oh. Der Fette mit der Kette, der Fette mit der Kette. Ich freue mich voll. Ein alter Freund in guter Not. Komm, weg, weg, weg. Uah, da kommt er nicht durch. Ja, Fetti McFettfett. Boah, aber ganz schön agil ist er geworden. Und er ist noch nicht ganz so fett. Oh, alle Freunde sind wieder da. Die Pimmelmänner, die Lümmelmänner. Huch. Okay. Na, wenn das noch jemand hört. Also ich glaube, die hier sind schon evakuiert, so auf ihre ganz eigene skurrile Art und Weise. Das sieht so ein bisschen aus wie die Zutaten von Müller Milchreis unter dem Milchreis, wenn man Erdbeer hat. Ja, hier brauche ich ja eh wieder. Düdit, düdit. Na nö, was malt er denn da an die Wand? Der malt da irgendwas, ne? Jemand, ach so, ja. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort einem Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand. Redet über Gott. Sagt mir, ich solle keine Angst haben. Wie konnte ich nur je bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Die Monster, die Mörker verschafft, der Umfang, mit dem ihre stiefelleckenden Geschäftsürmers verteidigen, ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa. Aber sollte ein engstirniger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier. Es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät. Keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen. Jeremy Blair. Das ist nicht Murkoff, das ist Jeremy Blair. Und ich guck mal ganz kurz. Das kennen wir doch, ne? Was der da schreibt. Haben wir das nicht auch gesehen? Down the Drain. Das ist der Down the Drain, Mann. Der ist das. Down the Drain. Und es ist gleichzeitig der Priester. Das kann aber nicht sein. Der Down the Drain Man war doch nicht der Priester. Und da sind wir dann runtergesprungen in Outlast. Ich erinnere mich. Das ist voll schön. Hier so ein Wiedersehen mit ganz alten... ganz alten. Mit den ganzen alten Sachen meine ich gerade. Ich sehe hier gar nichts. Ah. Our technology, you would think it was magic. And if you showed water and magic, you would think it was technology. Auch das Gespräch haben. We have faith in all the wrong things. And it will destroy us. Ich glaube, den Wachmann haben wir in Outlast auch gefunden. Der hat genau das gleiche gesagt. Instead of your caveman, our technology, you would think it was magic. And if you showed water. Okay, ich würde mich gerne ein bisschen beeilen. Ich möchte hier nicht unnötig die Batterien belasten. Kommen wir hier wirklich raus? Ach, cool. Another poor soul. Don't be afraid, he's doing his work, whether you know it or not. Es ist also der Priester, es ist nicht der Down the Drain Mann, aber der Priester hat Down the Drain dahin geschrieben, was wir später finden werden. Das heißt auch wir, hier kommen wir noch nicht durch, da kommen wir später dann hoch oder halt der Reporter kommt da später hoch und wir müssen dann wahrscheinlich auch the Drain runter.
Fuck you! Don't you fucking look at me! Come here! I'm not the sick one! You lying motherfuckers! No more sickness! No more nightmares! Fuck you! Fuck you, you filthy piece of shit! Come here! I'm not the sick one! You lying motherfuckers! No more sickness! No more nightmares! Gut, ich bin froh, dass die beiden Herren gesund sind. Vielleicht waren die mal gesund. Und wir finden eine Akte. Von Jay Blair an R. Traeger. Betreff Scheinschwangerschaften, echter Profit. Aha. Rick, das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen vom Projekt Wallrider mal angeschaut und mir ist da was Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles übrigens nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich. Und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu kehren. Aber du weißt ja, wie der Hase läuft. Die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Mark dieser Damen war jenseits von Gut und Böse und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung von Projekt Wallrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir die Frage, warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig. Yeah. Yeah. Scheinschwangerschaften? Warum kam es denn zu Scheinschwangerschaften? Ich fange sofort an zu mutmaßen. So, wir kamen von da oben, sind gleich da reingelatscht. Ich guck mal ganz kurz. Hier ist unser Lieblingstreppenhaus aus Outlast, aus dem ersten Teil. Da kommen wir auch lang. Ich will aber erstmal natürlich da gucken. Ich habe nämlich immer Angst, dass hier gleich die Tür zugeht und wir dann nirgendwo anders mehr hin können. So, keine Batterien, kein gar nichts. Keine Batterien, kein gar nichts. Schade. Oh, Schnauze, ey. Tür zu, Affe tot. Gut, hier Ausgang ist immer eine gute Sache. It's not even human anymore. Wir kommen um die Ecke und der sagt, one of them is coming, it's not even human anymore. Hat er was anderes gesehen außer uns, oder? Vielleicht kommt der Fatty McFatfat gleich wieder, oder er meint uns. Ich hätte mal gern einen Spiegel gesehen, ehrlich gesagt. Da ist nichts. Ich habe das Gefühl, für uns kommt jegliche Hilfe zu spät. Und soll ich dir mal sagen, was ich mir gerade die ganze Zeit überlege? Wir haben jetzt die Lümmelmänner gesehen, wir haben Fatty McFatfat gesehen, den Priester haben wir auch gesehen. Ich frage mich, wen es noch gibt in Outlast an Patienten, die man dort so findet, so an Charakterpatienten. Auch den Kratzi-Kratzi-Mann haben wir gefunden. Ich frage mich so langsam, ob wir nicht vielleicht einer von diesen Patienten sind, die man in Outlast gesehen hat. Weil da weißt du ja nicht, ob das der Reporter ist oder vielleicht irgendwer anders. Hui, eine Batterie. Eine Batterie. Weil wir haben ja auch so komische Klamotten an, so Patientenklamotten. Und der Typ eben meinte, it's not even human anymore. Und wir sind der Einzige, der hier rumläuft. Obwohl... Der sieht auch mehr aus wie so ein Chamäleon. Der hat so einen 360-Grad-Rundumblick. Der kann mit seinen Augen Panoramabilder machen, so.
Ich habe mir das Mikro in die Fresse gehauen. Habe ich vergessen, dass es jetzt so tief hängt. Einfach so. So, dann haben wir hier noch. Ich darf über die lästern, das sind die Doktoren. So, ich muss das Mikro wieder irgendwie dahin. So. Und der hat zwei verschiedene Augenfarben. Aha, Leonardo DiCaprio mit zwei verschiedenen Augenfarben in seiner besten Rolle. Das hier ist kein Dokument, nein. Oh nein, ein enger Gang. Ich weiß genau, wir werden gleich wieder verfolgt. Ich... Inactive. Aua, 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 ich komme hier nicht durch. So, jetzt, habe ich nicht gesagt, wir werden gleich wieder verfolgt? Verdammt, it's not even human anymore. Vielleicht meint er doch Fatty McFatfat. Da ging es gerade durch die... Nee, da ist ein... Hilfe, wo geht's lang? Hilfe! Fatty, Fatty! Hoppala. Oh, Ladebildschirm. Ich wollte mich gerade so schön umschauen, da kam der Fette mit den Ketten. Super Dickmann in der frische Box. Ist der Fettmann, ist der Dickmann, super Dickmann. Und wo sind wir jetzt auf dem... Können wir jetzt auch wieder rein? Der kann sich überall hochziehen, aber hier durchs Fenster geht nicht mehr. Scheiße. Ich wollte doch oben mal gucken. Und wir sind schon wieder draußen. Ah, na super. Jetzt sind wir in einem Schwarz-Weiß-Film. Der ist aber ganz schön stark. Der kann die Stahltüren ganz schön eindellen. Okay, hier geht's rein. Hä? So, Batterie haben wir gefunden. Ich dachte gerade, man kann hier vielleicht das Ding aufmachen. Ach, jetzt können wir die Tür öffnen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich würde die Tür gerne schließen. So, naja gut. Werkzeugübersicht. Ich guck gerade, ob das irgendwie was Besonderes ist, aber das war dann einfach nur ein Bild. Das war schwer. Aber wer hat an der Tür geruckelt? Wer ist denn hier draußen? Ein bisschen gucken wegen Batterien. Da flüstert jemand. Irgendjemand ist wieder hier. Oh, der Wind, das himmlische Kind. Hallo? Hallo? Da können wir auch rein, aber natürlich, bevor wir jetzt hier hinten in die Ecke reingehen, möchte ich mich nochmal ganz kurz... Verschlossen. Wir müssen also hinten in die Ecke. Ich höre doch die Stimme, verdammt. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hinkommen. Und ich bin mal gespannt, wie man die Stimme gehört. Und ich höre Fliegen. Das heißt, sie sind bestimmt wieder Menschenteile. Nicht? Irgendwas machen? Hupsa. Das Ding kann man auch nicht aufdrehen und nichts. Da oben kann man durch vielleicht. Hupsa. Oh, die kleinen Fischlis. Oh, es sind bestimmt kleine süße Kaulquappen. Jo, guck mal hier. Es sind Kackwürstchen. Da fliegen lauter kleine Kackwürstchen rum von Outlast-Spielern.
Ach, na. Ach. Na super. Es wird gespeichert. Und ich höre mehr Wolfsgeheul. Und ich höre ein I need help. Da ist jemand. Das höre ich doch. Okay, da kommen wir nicht durch. Da können wir vielleicht nachher durch. Es ist so ruhig hier gerade. Es ist so ruhig, dass ich denke, dass jeden Augenblick... Vor allem, wenn ich die Schleifspuren sehe. Ich gehe da gleich mal hin. Ich gucke erstmal da hinten. Erstmal alles genau angucken. So, aha, da möchte ich, glaube ich, nicht anfassen. Danger High Voltage. Ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Vielleicht müssen wir das erstmal ausschalten. So, ich glaube, hier kommen wir nirgends durch, ne? Da ist eh abgeschlossen. So, mal kurz aufladen. Hier ist auch alles dicht. Nee, hier ist nicht alles dicht. Hier geht's ja rein. Und da blinkt etwas. Eine Akte. Hallo? Hm. Was haben wir denn da? Töte uns. Brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der. Bisschen melodramatisch. Okay. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Deswegen finde ich ja, dass es generell momentan etwas zu ruhig ist, aber ich sollte das nicht allzu oft sagen, denn ich habe das Gefühl, das wird sich gleich wieder ändern. Und das Wolfsgeheul sind wahrscheinlich auch irgendwelche Menschen. Ehemalige. So, hier geht's weiter durch den Wald. Oder was immer das hier darstellt. Hallo. Ich bin der Parkwächter. Oh, eine Batterie. Toter Polizist, das kennen wir ja. Hat doch gerade auch was geleuchtet, oder war ich das? Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Momentan ist ruhig. Kann man mal so sagen? Waren wir hier nicht schon? Oh, das ist ein anderer Keller. Es ist ein anderer Keller, okay. Auch später machen. Jetzt will ich erstmal wissen, was hier los ist. Liebe Kinder, die das Let's Play nicht gucken dürfen. Der nette Mann da vorne schüttelt seine Soonkiss-Packung. Ihr kennt das sicher vom Pausenhof. Wenn das Fruchtfleisch immer auf dem Boden ist, ist das nicht so lecker. Deswegen muss man es manchmal aufschütteln, damit der Saft besser fließt, schmeckt, was weiß ich, ist auch egal. Alter, wichst der da auf die Leichen? Alter! Ich will das gar nicht... Ach... Leichenwichsen.de gibt's wahrscheinlich auch die Domain. Nee, guck da nicht nach. Ich meine natürlich Zoomkissschütteln.de, Entschuldigung. Na Schatz, was machst du heute? Boah, ich werde heute noch ein bisschen meinen Zoomkiss schütteln. So, haben wir hier noch Capri-Sonne irgendwo? So, linke Maustaste Sicherung auszuschalten.
Ups! Hey! Hey, goddammit! I hear you! Miss? Ich. Hallo? Wieso ruckelt das hier? Hey Joe, soll ich dir helfen? Ich hab auch einen Zoom-Kill. Was ist das denn? Ich höre Gewimmer, aber da ist gar nichts, okay? Ist das jetzt da im Gang oder ist das im Schrank? Nichts. Das hört sich an, als wäre das hier. Ich mache gerade Probewohnen. Das ist wie Wohnungssuche in China übrigens. Einfach mal Probe liegen. So. Aha. Oh, hier ist bequem drin. Da kann ich auch ein Sofa reinstellen. Okay, ich glaube, das war's. Dann gehe ich mal wieder nach oben. Sicherung haben wir ausgeschaltet. Alter, ich laufe hier so mutig durch die Gegend. Das ist eigentlich total doof, weil wir gesehen haben, dass da oben jetzt ja Leute sind. Und ich habe das Gefühl, darin ist auch das auch gut, Orte, die vorher ruhig waren, plötzlich zu beleben. So, hier sind die Schleifspuren. Da hinten... Was denn? Kurze Lache und Strom ist wieder an, oder was? Okay, das heißt, wir müssen wieder nach unten, wieder die Sicherung ausmachen, aber das heißt, dass gleich was passieren wird. Ich weiß genau. Es wird was passieren. Ich will da nicht mehr zum Sicherungskasten. Aber uns bleibt wohl keine Wahl. Irgendwer hat den Strom wieder angeschaltet. Irgendwer Beklopptes läuft hier rum. Und wir müssen jetzt wieder in den Keller und wieder den Strom anmachen. Und wie bereits gesagt, Outlast ist sehr gut daran, Stellen, die vorher ruhig waren, wo man sich sicher fühlt, plötzlich mit lustigen Menschen zu beleben. Und ich bin mal gespannt auf die nächste Folge, wie es weitergeht. Momentan ist es ein wenig ruhiger geworden, aber ich glaube, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Und ich gehe jetzt erstmal mein Zoom-Kist schütteln. Tschüss!